Genau, du kannst jetzt hier kommen. Also, was auch wichtig ist. Also, wenn ihr das macht, könnt ihr ein paar Dinge einbauen. Zum Beispiel, wenn die Person jetzt zum Beispiel drei Sachen macht, die ihr suggeriert. Zum Beispiel, kannst du einen Schritt nach vorne zu mir, also zu mir kommen? Kannst du die Füße zusammentun? Dann darf ich deine Schulter berühren. Mhm. Genau, also sie hat jetzt dreimal Ja gesagt, mehr oder weniger. Also sie hat innerlich zugesagt, meine ich. Ich kann jetzt ihr sagen, zum Beispiel, entspann dich jetzt und sie entspannt sich, weil sie einfach schon dreimal Ja gesagt, kann auch fünfmal sein. Das ist ein kleiner Trick, um jemanden, weil er denkt sich, ja, ich mache das, was er will und es fühlt sich gut an, es passiert nichts Schlimmes, warum nicht, ich entspanne mich jetzt. Ja? Also dasselbe habe ich auch, macht ihr auf, vorhin mit euch gemacht, dass ich euch gesagt habe, also stellt euch den Weg vor, also als wir diese Gruppenhypnose gemacht haben, wie ihr hier gefahren seid, stellt euch vor, was ihr nach dem Seminar machen werdet, also nochmal, ja, okay, ich kann mir das vorstellen, stimmt. Und dann habe ich euch gesagt, okay, und jetzt fühle, wie du jetzt hier bist. Du fühlst den Sofa, du fühlst den Boden, also alle Dinge, die ihr gerade fühlt. Also alles ist stimmig. Du bist in diesem Rapport mit mir, ja, mein Gott, es passt alles. Ja, warum nicht, wenn ich sage, entspann dich, du entspannst dich. Also das hilft auch noch, okay. Vielleicht machen wir das jetzt kurz, dass du dich drehst. Genau. Und einfach die Augen zumachen. Tiefart. Los, 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 los. Loslassen, loslassen. Alles loslassen, alles loslassen. Tiefer loslassen, loslassen, loslassen. Loslassen. Tiefer. Das nächste Mal, wenn ich von 3 bis 1 zähle, du machst die Augen auf und du bist vollkommen frisch und wach und du hast Lust, jetzt Mittagessen zu machen, also irgendwo hinzugehen und etwas zu essen, etwas Schönes. 3, 2, 1, mach die Augen auf. Also nicht Mittagessen machen, sondern wirklich falsch. Oder wie, du musst was kochen. Ja, genau. Okay. Jetzt? Ja, ja. Hast du noch nie eine Küche hier? Ah. Geht's gut? Ja, geht's, ja. Ja? Ja. Hast du gemerkt, dass du umkippst? Lustigerweise nicht so richtig. Okay. Also irgendwie schon. Also okay. Natürlich habe ich es gemerkt, aber es war jetzt gar nicht so, dass ich dachte so, oh scheiße. Okay, also mach die Augen zu kurz, mach die Augen zu. Ich zähle jetzt nochmal von 3 bis 1. Diesmal wirst du aber richtig rauskommen, komplett rauskommen. 3, du hörst meine Stimme lauter. 2, du fühlst deinen ganzen Körper jetzt, alle deine Werte gehen wieder auf normalen Zustand. Und 1, du machst die Augen auf, du bist frisch und wach. Okay, alles klar. Woran hast du jetzt gemerkt, dass sie es nicht ist? Dass sie nicht ganz raus ist? Ja, weil sie also spricht so ein bisschen, also sie war ein bisschen zu viel jetzt gerade, also, weil ich habe sie in eine tiefere Trance gebracht und sie muss aber ziemlich schnell wieder rauskommen. Geht's? Ja. Brauchst du was, willst du was trinken? Nee, ist okay. Gut. Wie war das für dich, dass du... Du hast es gar nicht gemerkt, dass du umgekippt bist? Oder? Doch, ich habe es irgendwie gemerkt, aber ich glaube irgendwie eigentlich erst richtig, als ich dann schon lag. Also okay. Ich habe es nicht in dem Moment so, oder kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Also ich habe es irgendwie, also auf einmal lag ich. Ich habe so gemerkt, wie meine Beine auch so wackelig wurden. Ein bisschen wie davor, wie mit dir eben kurz, aber so dann genau, habe ich erst richtig gemerkt, als ich halt schon auf dem Boden. Sie war jetzt auch überrascht, weil ich das nicht gesagt habe, dass es jetzt passiert. Und deswegen war das einfach auf einmal so viel Information, dass man einfach mitgeht. Ja, also bei ihr ist ein bisschen empfänglicher als andere Menschen, sieht man. Und das ist okay. Das bedeutet nicht, dass jemand anders ist. Es ist einfach nur, die Menschen können sich mehr fallen lassen als andere. Das ist es. Ja.